meine Lieben, ja, ihr könnt es euch schon denken, welches Video euch heute erwartet, denn mein Alessandro ist mit dabei. Hallo. Genau, und deshalb gibt es wieder die Degusta-Box. Leider haben wir es nicht geschafft, letzten Monat die Box zusammen mit euch zu öffnen. Ich habe es aber hier stehen und möchte sie euch im Schnelldurchlauf zeigen, denn sie war prall gefüllt und ich finde, sie ist auf jeden Fall wert, gezeigt zu werden sozusagen. Ich mache es ganz schnell und zeige euch dann die nächste, die wir wieder bekommen haben. Ich selbst habe schon ein bisschen reingespitzt, aber der Alessandro noch nicht. Und ihr wisst ja, warum der Alessandro dabei ist, nämlich damit er, wenn was für ihn dabei ist, die Produkte testen kann. Und das machen wir dann auch zusammen. Alle Infos zur Degusta-Box schreibe ich euch sehr, sehr gerne nochmal unten in die Infobox. Ich verdiene damit kein Geld, auch wenn ihr auf den Link geht. Ich mache das einfach nur, um euch zu zeigen, was in so einer Lebensmittelbox ist. Ihr wisst ja, dass ich wahnsinnig gerne koche und auch viel koche, natürlich mit 4 Kindern. Und deshalb ist sowas total praktisch. Und wir legen jetzt auch direkt los, genug gequatscht. Wir haben 3 Produkte von Krüger enthalten gehabt. Und zwar sind es diese hier. Zum einen ist es Rooibos, also Tea Latte, dann Tea Latte mit schwarzem Tee. Und dann haben wir noch Tea Latte Pfefferminz. Finde ich total super. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Dann hatten wir 2 Getränke enthalten. Und zwar von Spritzer. Einmal dieses hier. Und das habe ich schon getrunken. Ich hatte einfach so Durst und wollte es mal probieren. Ich habe hier Himbeergeschmack und hier habe ich Sauerkirsche. Falls der Alessandro mal probieren möchte, bitteschön. Ich mache schon mal weiter. Wir hatten dann noch diese Teilchen hier, was ich total praktisch finde, denn ich habe ja öfters mal Gäste und ich finde, das kann man total praktisch verwenden als Vorspeise. Also das kann man so als Dip quasi herrichten. Geht's, Chef? Gut auch. Ich mach's, mein Schatz. Bitte schön, pass ein bisschen aufs Mikrofon auf. Das letzte Mal hat es so geraschelt. Genau, wo war ich stehen geblieben? Boah, das ist lecker. Lecker, ja. Genau, wenn wir dann quasi zum Beispiel Käse drauf machen, Frischkäse mit Tomaten oder Gurken und so weiter. Also das finde ich eine sehr praktische Idee. Also werde ich auf jeden Fall verwenden. Dann haben wir was ganz Witziges enthalten gehabt und zwar dieses hier. Der Alessandro hat schon gedacht, es wäre Pizza. Aber nein, schon angeschaut. Das müssen wir uns dann mal durchlesen. Genauer, ich wollte mal kurz die Pizza zeigen. Und zwar sieht die so aus. Ist das nicht witzig? Cool, oder? Das kann man auch mitnehmen, wenn man auf einen Kindergeburtstag oder so eingeladen ist, noch auf die Karte drauf oder so. Also ich finde es total witzig gemacht. Und genau, fand ich also auch sehr praktisch. Dann hatten wir Bonbons enthalten. Bitte? Was meinst du? Okay. Genau, Bonbons hatten wir enthalten von Enoikal, Ingwer und Zitronengras. Finde ich jetzt für die Jahreszeit nicht ganz so praktisch, aber ja, nicht verkehrt. Und wir hatten Pick-up enthalten. Der Alessandro liebt Pick-up, aber leider ist es Wildberry-Geschmack mit weißer Schokolade. Jetzt weiß ich nicht, ob du es probieren möchtest, weil du möchtest ja immer eher die dunkle Pick-ups. Was meinst du? Magst du mal probieren? Ja? Okay, dann gebe ich dir eins. Dann kannst du mal testen, ob dir das schmeckt. Bitte schön, mit weißer Schokolade. Du kannst schon mal testen und ich mache schon mal weiter. Kaputt. Oh, ist kaputt gegangen. Von Veltins hatten wir dann ein alkoholisches Radler und ein alkoholfreies Radler. Eins für mich, eins für meinen Mann sozusagen. Und wir hatten diese Teilchen hier noch enthalten. Das sind Sesam Cranberry Crunch. Also ich weiß nicht, bei solchen Produkten bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich werde es auf jeden Fall testen. Für den Alessandro ist es jetzt nichts, aber zum Testen ist es okay. Magst du die? Echt? Können wir die wieder mal kaufen? Ja? Okay, wenn es dir schmeckt, gerne. Deshalb finde ich solche Boxen halt auch ideal, weil man dann auf Produkte kommt, die man so vielleicht nicht gekauft hätte, so wie ich jetzt eben dieses Pickup nicht gekauft hätte. Ja, dann hatten wir noch was ganz Feines und zwar Rapsöl. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich natürlich Rapsöl bevorzuge, also vor Sonnenblumenöl natürlich, aber ihr wisst ja, dass ich fast ausschließlich Olivenöl verwende. So, also das waren soweit die Produkte. Hier ist wieder meine Produktkarte enthalten gewesen und hier ganz tolle Rezepte, eben mit diesen Teilchen hier zum Beispiel. Und dann ist auch gerade die Preise. Genau, und das war also alles, was in der Box enthalten war. Gut, dass da nicht das dabei war. Ah ja, gut, da ist noch ein Geschmack dabei von dem Getränk hier. Welchen Geschmack hätten wir denn noch zur Auswahl gehabt? Nach was sieht das aus? Es sieht aus wie Pfirsich. Mhm, genau, also da gibt es scheinbar 3 Sorten. Und dann hatten wir noch 2 Servietten enthalten, die ich auch total schön finde. Also ja, sehr praktisch für unterwegs, wenn man mit den Kindern unterwegs ist oder so. Die sind sehr stabil. Und genau, und jetzt
jetzt zeigen wir euch die nächste Box. So, meine Lieben, jetzt zeigen wir euch die Degusta-Box, die uns diesen Monat erreicht hat. Und nur zur Info, die Degusta-Box, die kommt immer Ende des Monats. Und ich kann mich natürlich nicht sofort hinsetzen, wenn der Postbote klingelt und mir die Box bringt und das Video machen. Deshalb wundert euch bitte nicht, wenn die Box dann eben im darauffolgenden Monat erst online kommt. Wir haben jetzt hier einen kleinen Flyer, ein Produktkärtchen. Da könnt ihr schon mal ausgehen, dass dieses Produkt dann eben enthalten ist, wenn die dann Werbung machen. Hier haben wir wieder das Produktkärtchen enthalten. Da schaut dann Alessandro nach den Preisen und wir haben hier zwei tolle Rezepte, da kommen wir später dazu. Ich lege die Produktkarte schon mal zum Alessandro und greife einfach mal rein. Und zwar haben wir jetzt hier zum einen Essener Knusperriegel, mild, würzig mit Chia und angekannten Saaten. Okay, also es sieht irgendwie aus wie Vogelfutter. Möchtest du das probieren oder lieber nicht? Nee, also ich glaube, das ist nichts für ein Alessandro. Was würde das denn kosten? Regulär? Das Produkt würde 4,70 Euro kosten. Was, 4,70 Euro für das Ding hier? Das sind zwei Stück. Halleluja. Warte mal, aber das ist auch vegan, gell? Bestimmt, oder? Go Raw Bio, Rohkostqualität. Ja, vegan. Habe ich mir schon gedacht. Da ist es natürlich immer das teuer. Das ist die französische Fahne. Genau, Flagge. Und dann steht es auf Französisch drauf. So, dann haben wir hier was von Reisfit. Das kenne ich schon, die Marke. Risbellis Reiscracker. Ich glaube, das schmeckt dem Alessandro nicht. Da ist nämlich auch Zwiebel. Und ich finde es aber so für unterwegs eigentlich ganz interessant, so ein Produkt. Finde ich gut, wenn man das daheim hat. Vielleicht auch abends vorm Fernseher, bevor man Chips isst. Ja, so ein Produkt. Dann kommt mir hier was entgegen. Das mag ich leider nicht. Das eine Produkt würde 1,09 Euro kosten. Habe ich vergessen. Gut, dass ich einen Alessandro dabei habe. So, jetzt habe ich hier was von Knorr. So Fertigpackungen verwende ich nicht. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass da total viel unnötiges Zeug drin ist, was der Körper nicht braucht. Und so eine Suppe herzustellen ist echt nicht schwer. Also jetzt gerade eine Tomatensuppe oder so geht total einfach. Also so schnell habt ihr eine ganz, ganz leckere, frisch gemachte Tomatensuppe. Und deswegen finde ich solche Packungen eigentlich echt überflüssig. Aber okay, genau, die gibt es eben auch in Tomatensuppe. Und hier haben wir Curry-Cremesuppe. Okay, also wenn es mal schnell gehen muss. Ja, also nichts für uns, aber okay. Was würde das kosten, Schatz? Das Produkt würde 1,19 Euro kosten. 1,19 Euro. Okay, dann haben wir hier Veggie Crunch Chili Peas. Okay, was sind das? Knusprig, würzig Chili-Erbsen. Lecker. Chili. Das sieht ja interessant aus. Chili, das mag der Papa. Kann der Alessandro leider nicht probieren. Was würde das kosten, Schatz? Ich sehe es gerade nicht. Du siehst es nicht? Hier, das sind sie. Echt? Genau, 2,49 Euro. Ja, Veggie Crunch. Genau, die gibt es auch in verschiedenen Sorten. Was haben wir noch? Cashew und getrocknete Mangostreifen gibt es auch noch in dieser Form hier. Okay, sehr interessant. Dann habe ich was für Alessandro jetzt entdeckt. Und zwar Mentos ohne Zucker, Erdbeergeschmack, zuckerfrei. Genau, möchtest du probieren? Erdbeer. Dann müssen wir das erstmal aufmachen. Was würde das denn kosten, das Produkt, mein Schatz? 1,39 Euro. Wow. Die Dose, die ist ja cool gemacht. Die habe ich ja so noch nie gesehen. Okay, hier, bitte sehr, ein Mentos für dich. Sind die nicht immer normal so groß, die Mentos? Ja. Ja, ne? Sind auch dicker. Dicker, ne? So, was haben wir denn hier als nächstes? Ein Getränk aus der Dose, und zwar Juicy Orange, Orange Power Limonade. Ich glaube, das ist ein Energy Drink. Moment, hier steht erhöhter Koffeingehalt. Okay, das kannst du leider nicht probieren, mein Schatz. Schmeckt nicht nach Erdbeere irgendwie. Schmeckt nicht nach Erdbeere. Was schreiben die denn für ein Zeug drauf? Was würde das Getränk kosten, mein Schatz? 1,49 Euro. Okay, ja, würde ich mir jetzt so eh nicht kaufen. Okay, und so Energy Drinks kaufen wir ja eh nicht. So, dann haben wir hier vom Herrn Schubeck. Also der ist zumindest hier drauf, der Alfons. Ich nehme 3 Minuten. 3 Minuten brauchen die nur, bis sie fertig sind, fertig gekocht sind. Das ist ja cool. So Spiralnudeln mag der Alessandro total gerne. Hatten wir heute auch. Wir haben heute Gulasch gehabt zu Hause. Ohne abgießen. Bitte? Ohne abgießen steht da. Ohne abgießen, ja. Müssen wir dann mal durchlesen. Auf jeden Fall steht hier im Nu Nudeln von Bernbacher. Was würden die denn kosten? 1,29 Euro. 1,29 Euro, genau. Ah, finde ich sehr praktisch. Wir lieben Nudeln. Also wir bevorzugen Nudeln natürlich, also vor Kartoffeln. Ist klar. So, was haben wir denn hier? Apple irgendwas, ein Getränk. Summer Spy. Was würde das kosten, mein Schatz? Ein extra Produkt.
Genau, 1,29 Euro als Extraprodukt, sagt Alessandro. Jetzt haben wir keinen Flaschenöffner, ich stelle es mal hier hin. Möchtest du es mal probieren? Wir haben zwei Sorten, da kannst du dir eine aussuchen. Soll ich einen holen? Ja, warte mal ganz kurz, kannst du gleich probieren. Wir haben jetzt hier noch mit, was ist das? Blackberry-Geschmack. Aber ich muss mir das erstmal durchlesen, Schatz, ob das überhaupt was für dich ist. Jetzt machen wir erstmal kurz fertig und dann kannst du es gerne probieren, ja? So, was haben wir jetzt hier noch? Genau, einmal Werbung für die Nudeln und das letzte Produkt, dann haben wir es schon geschafft, und zwar Bio-Matcha. Das sieht so aus. Das finde ich jetzt natürlich super interessant, weil ich davon schon sehr, sehr viel gehört habe. Also das interessiert mich. Und ich habe jetzt eben vorne, das sind so kleine Packungen, schau. Das ist so Tee. Bio-Grün-Tee, fein gemahlen. Bitte? Wie viele sind da drin? Wie viele? Fünf. Fünf praktische Dossiersticks. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Was kostet es? 6,99 Euro. Wahnsinn. 7 Euro. Ja, 7 Euro. Also da wäre ich wahrscheinlich zu geizig gewesen, mir das zu kaufen. Aber ich fand es eben deshalb interessant, weil hier ein Rezept drauf ist, eben mit diesem Matcha, Bio-Matcha-Tee sozusagen, mit getrockneten Aprikosen, getrockneten Apfelringen, Kokosmilch und so weiter. Und da kann man so Bällchen machen. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch mit Sicherheit ein Bild auf Instagram posten. Das interessiert mich sehr und natürlich ihn auch mal zu testen, ja, wenn ich ihn trinke. So, ich wollte jetzt gerade einen Flaschenöffner holen, habe aber gesehen, dass hier 4,5% Alkohol enthalten sind und deshalb kann Alessandro natürlich nicht trinken, ist ja logisch. Dafür schmeckt ihm dieses Getränk hier umso mehr, hat schon gesagt, Mama, kannst du das für die Schule kaufen? Also er wollte es jetzt auch mitnehmen in die Schule, das soll er jetzt leer trinken und dann kaufe ich das auf jeden Fall nach. Das ist ja schon mal was Schönes. Und das war es soweit von unseren Boxen. Also vielleicht war ja was für euch dabei. Vielleicht sagt ihr, Mensch, die eine oder andere, ja, Box hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deshalb schaut einfach mal selbst auf der Internetseite. Ich selbst kann mit allen Produkten was anfangen, außer mit dem Knorrzeug. Aber das ist ja, ja, das ist halt immer so, ne? Man wird überrascht mit Produkten und weiß natürlich nicht zu 100%, ob es eben zu einem passt. Aber wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit unserer Degusta-Box. Ne, Lissi? Ja. Es war wieder was Schönes für dich dabei. Und das war es jetzt soweit von unserem Video. Wir verabschieden uns. Wir gehen nämlich jetzt ins Schwimmbad. Deshalb habe ich schon mein Bikini an. Und wir warten noch auf unsere anderen Mäuse, die jetzt von der Schule noch kommen. Und dann geht's los. Ich hoffe, auch ihr genießt die Sonne. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!